Was geht ab, ihr kleinen Mäuse, und willkommen zu einer neuen YouTube-Correction von Georgia und TJ auf Salami-Brötchen und sein Video über den Prinz von Düsseldorf oder Baby Bachelor. Und ich kann es nicht mal ankündigen. Guckt euch einfach das Video an, der Typ ist komplett durch. Hi Leute, ganz kurz bevor du... Okay, schreib mir nicht so an, Bro. ...das Video startet, entschuldigt bitte die schlechte Bildqualität. Das hier war die Kamera, mit der ich meine letzten Videos immer aufgenommen habe. Das Problem ist, die ist gestern Abend kaputt gegangen, als ich dieses Video hier aufnehmen wollte. Und das hier ist die Kamera, mit der ich jetzt meine Videos aufnehme. Ich spare auf eine neue Kamera, das dauert halt noch ein bisschen. In der Zwischenzeit müssen wir uns mit der GoPro genügen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich würde sagen, let's go. Das Ding ist, ich habe irgendwie noch viel zu Bock auf viel zu viele Sachen heute. Ich habe noch Bock auf Kino. Boah, ich auch, aber Digga, ich muss auch noch irgendwie nach Hause. Ja, wir gucken mal, ob wir Kino schaffen. Nach Hauptbahnhof! Wir gucken mal, ob wir Kino schaffen. Rein ins Video. Es ist viel passiert seit meinem letzten Video. Nicht nur, dass Rezo auf mein Video reagiert hat. Kuss geht raus. Ich like das Video von Salami-Brötchen. Ich finde es so krass, dass Salami-Brötchen macht echt gute Videos. Der hat nur 21.000 Subscriber. Ja, also könnte man mal abonnieren. Und falls du, Rezo, das hier siehst, keine Sorge, Bachelor Baby wird natürlich wieder unser gemeinsames Lieblingswort. Der Typ heißt Bachelor Baby. Der heißt einfach Bachelor Baby. Geil. Ich liebe ihn jetzt schon. Sagen, da brauchst du überhaupt gar keine Sorgen. Ist das okay? Das ist okay. Nur wenn ich meine Hand auch in deinen Schritt legen darf. Sorgen zu haben. Da! Wir müssen auf dem. Sag das nicht nochmal. Aber es hat. Weil ich kenne das, ich kenne die Reaction halt nicht. Oh, nicht nur Rezo so drauf reagiert, sondern auch so ein 16-jähriger TikToker und Freund von Bachelor Baby. Das war wirklich maximal unangenehm. Oh mein Gott. Oh, hell no. Hat sich übertrieben cool gefühlt und allen erzählt, dass er ja relevant ist, weil er 600 Zuschauer auf Twitch hat. Und hat mich in seinem ganzen Stream einfach nur beleidigt, während er auf mein Video reagiert hat und sich über mein Aussehen lustig gemacht. Digga, warum schreiben die ganze Zeit Leute Jasper rein? Digga, wer zum Fick ist Jasper? Ich glaube, das macht. Wie redet er? Wie redet dieser Ginger da rechts unten? Aber als wäre das nicht. Ist er so Ginger? Geht. Schon genug gewesen. Geht so. Dann hat er auch noch seine komischen Kinderzuschauer in meinen Stream gehetzt. Ich war nämlich gleichzeitig live und habe auf das Video von Maximilian Pütz reagiert. Die ganzen Kinder haben mich dann auch weiter beleidigt und Werbung für ihn gemacht. Tja, und warum das Ganze, fragt ihr euch? Habe ich mich auch gefragt. Er hatte mir eine Nachricht auf Instagram geschrieben. Mein Handy war leer und ich gucke in Livestreams nicht auf mein Handy. Und zwar möchte er eine Live-Debatte hosten zwischen mir und Bachelor Baby. Ich Bachelor Baby, Bruder. Das ist ein Satirename, oder? Nee, der meint das nicht ernst. Bachelor Baby? Ich hab dem. Der, auf den wir gleich reagieren. Ach du Kacke. Ja. Nach meinem Stream natürlich zugestimmt. Ich wollte natürlich aber erstmal. Von dem habe ich auch tatsächlich nicht alles gesehen. Das meine Reaction durchziehen und habe dann danach gesagt, dass ich dazu bereit bin. Natürlich, ich bin immer für Live-Diskussionen zu haben, wie man an meinen Livestreams sieht. Das Problem an der Sache ist nur, dass Bachelor Baby überhaupt nicht in Deutschland ist, sondern im Urlaub. Das heißt, er schickt seine komischen Zuschauer zu mir, macht Druck, ja, ich brauche jetzt eine Antwort und so, obwohl er überhaupt nicht da ist. Also, das ist natürlich dann absolut notwendig, dass er seine Kinderarmee in meinen Stream hetzt. Also, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, richtig coole Aktion. Und überhaupt gar nicht peinlich. Und weil ich Bock drauf hatte und ihr Bock drauf hattet, hier der zweite Part zu Bachelor Baby. Jeder einzelne. Okay, ich bin gespannt. Ich kenne den Dude nicht, ne? Der ist so cringe. Der ist so cringe? Oh, Tim, der ist so cringe. Toll, jetzt habe ich einen Abdruck. Wieso nicht? Nein. Der Mensch weiß, dass eine Chaya unterwürfig an einen guten Mann sein möchte. Das wissen auch Chayas und das wissen auch Jungs. Das weiß jeder. Chayas finden das attraktiv, wenn der Mann viel besser ist in allen Sachen als sie und ihr Sachen beibringt und sowas und sie einfach unterwürfig ist. Ich finde ihn immer lustig. Bruder, das ist für den Satire-Account, wäre das geil. Kennst du diese Playmobil-Kappen? Ja! Oh mein Gott, ich hab überlegt, so, Bro, was geht mit dann? Also, sorry. Ist es okay, ihn zu roasten wegen seinen Haaren jetzt? Ihn zu roasten ist wegen einem. Guck mal, ich hab letztens, hab ich ein. Ich erklär das jetzt. Nein, ich lass es bleiben. Ja, aber ja, ihn zu roasten ist, Digga. Ja, ich weiß, was du meinst mit dem kleinen Schwanz. Lass uns weitermachen. Und Frauen. Das ist super gut, oder? Ja, war gut. Wollen, dass der Mann die Beziehung führt. Also, wenn sie nicht unterwürfig ist, dann kann es sein, dass sie dich nicht respektiert. Und wir wissen ganz genau, wenn Frauen einen Mann nicht respektieren, dann werden die den auch nicht smashen, nicht mit denen zusammen sein. Erstmal was. Also, in dem Punkt hat er recht. Wenn ich einen Mann nicht respektiere, dann bin ich nicht mit ihm zusammen. Ja, upgrade bei Playmobil, ja. Oh, wer hat das geschrieben? war das genial. Der ist gut, der ist stark. Wow. Ich stimme ihm 100%ig zu, auf jeden Fall. Eine Chaya muss sich unterwerfen, sonst ist sie keine richtige Chaya. Das Ding ist, was viele Leute irgendwie nicht checken, also... Das ist cringe, das Wort Chaya zu benutzen. Und vor allem seinen Mund nicht aufzumachen, wenn man redet und dabei immer so die Augen so auf halb abzuhauen und dann so in die Kamera zu gucken. Das ist grundsätzlich erstmal sehr unangenehm. Habt ihr gemerkt, wie unangenehm...
das sehen, ich will das nicht sehen. Oh nee. Scheuer, nicht unterwürfig ist. Ich wünsche mir, ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen, ich wünsche mir für mich auch einen dominanten Mann, aus dem Grund, ich bin in meiner Persönlichkeit, in meinem Alltag, in meinem Beruf, bin ich ein sehr dominanter Mensch. Was aber Leute nicht verstehen, ist, dass Dominanz nichts mit unterschiedlichen Augenhöhen zu tun hat. Null. Ich wünsche mir einen dominanten Mann, der mit mir auf Augenhöhe ist, bei dem ich dann halt auch die Möglichkeit habe, natürlich mich mal fallen zu lassen. Aber Dominanz hat nichts mit Unterwürfigkeit oder irgendwie Respektlosigkeit oder einem Übersein zu tun. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und das kriegen Leute wie er, wo sich, ich weiß nicht, ich glaube, seine beiden Gehirnzellen, die sind nicht per Du, die kennen sich nicht. Weißt du, die gehen ab und zu, wenn die so auf dem Weg zur Arbeit sind, grüßen die sich mal so Moin Meister und gehen weiter. Das ist so den Kontakt, den seine Gehirnzellen zueinander haben. Und deshalb versteht er das nicht. Aber das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Nee, ich schließe mich aber dir an. Ja, Punkt. DJ, würdest du dich als einen dominanten Mann bezeichnen? Müssen andere beantworten. Was ist das überhaupt für eine Frisur? Ich dachte, er geht alle 3 Tage zum Friseur, damit er krasser ist als Neymar und Ronaldo. Was? Er hat gesagt, dass er, ich habe so viele Frisuren, ich gehe öfter zum Friseur als Neymar und Cristiano Ronaldo. Geiler Macher, Alter. Sieht es eher so aus, als würde er zu seinem Mathelehrer gehen, der ihm da so ein Geodreieck ansetzt. Okay, das ist... Und zum Video, er ist halt einfach die größte Witzfigur. Frauen wollen also nur Typen, die in allen Sachen viel besser sind als Frauen. Und Frauen müssen alle unterwürfig sein, sonst respektieren sie den Alpha-Mann nicht. Ist ja klar. Alpha. Woher wusstest du, dass meine ganze Personality aus Tok... Wusstest du, dass Alpha Vater bedeutet? Im Wolfsrudel gibt es halt Alpha-Männer, Alpha-Dinger. Ja, die sind... Aber das sind einfach Mutter und Vater. Toxischer Männlichkeit besteht, ohne zu sagen, dass meine ganze Personality aus toxischer Männlichkeit besteht. Ich dachte halt wirklich, dass wir in einem toleranten Jahr 2023 leben, aber Bachelor Baby hat uns zum Glück zurückgeholt ins Mittelalter. Hören. Ich hatte wirklich schon Angst, dass Frauen selbstbestimmt leben dürfen. Baby, ich deine auch. Meinung zu ganz Feminismus. Wack. Oh. Wack. Oh. Einfach so, wack. Dass Frauen gleiche Rechte haben wie Männer und so. Na, wer wettet mit mir, dass da jetzt ein Aber kommt? Niemand? Schade. Aber wenn ihr mal darüber nachdenkt, was für Rechte haben heutzutage Frauen weniger als Männer, dann werden Leute sagen, die Wage Gap. Wenn man Frauen weniger bezahlen würde für die gleiche Arbeit, die ein Mann leistet, warum würden dann nicht die ganzen Businessmans wie Bachelor Baby dann nur Frauen anstellen? Weil wenn die weniger kosten, dann wäre es logisch, nur Frauen anzustellen, damit die... Oder was geht mit deiner Hairline? Die verwirrt mich jetzt noch mehr. Die ist jetzt noch viel krasser. So hat er seine Zuschauer bekommen. Die folgen nicht, weil die den krass finden. Die sind einfach so fasziniert von seiner Hairline, dass sie einfach sich nicht mehr konzentrieren. Die ist echt nah beim Auge. Die ist echt nah beim Auge. Also zwischen Augenbrauen und Haare ist irgendwie kein Unterschied. Das ist echt nah. So wenig wie möglich für Arbeiter bezahlen, okay? Aber das ist nicht so. Deswegen, the wage gap is cap. Feminismus ist nur Männerhass. Feminismus ist nur Männerhass. Nee. Das Ding ist, solche Leute nehmen dann immer Beispiele von irgendwelchen Leuten. Männerhassern. Nein, die Leute nehmen dann sehr oft Beispiele von irgendwelchen so Hardcore-Leuten, die wirklich teilweise Männer hassen. Das ist aber kein Feminismus dann mehr. Eben, und das ist halt das Problem. Ich sehe, und es ist ja meistens so, die Leute, die am lautesten mit irgendwas Negativem auffallen, der war smooth, der Knacker, der war sehr angenehm, danke. Hat mir viel gegeben, gerne. So, das sind natürlich... Also Leute, die am meisten irgendwie auffallen, das sind Leute, die mit irgendwelchen negativen Sachen auffallen, wie zum Beispiel halt mit Männerhass. Und es gibt viele Frauen, die haben auch den Sinn von Feminismus nicht verstanden und spreaden Männerhass. Das stimmt, das ist tatsächlich, aber das hat nichts mehr mit Feminismus zu tun. Und solche Frauen sind auch keine Feministinnen und die machen mich genauso sauer wie irgendwelche sexistischen Bastarde mit, keine Ahnung, Playmobil-Aufsetzfigur, wo aber die, keine Ahnung, weißt du, das ist, hier ist dieses Dreieck, das ist hier vorne. So, das macht mich genauso sauer. Und also, ich, weißt du, wenn du nur an solche Leute kommst, die irgendwie sehr misandristisch irgendwie reden. Das ist ein schönes Wort. Dann, total, ne? Ja. Ich habe gerade nochmal nachgeschlagen, weißt du, wie die war. So, dann wäre ich natürlich auch so, Digga, was ist dieses Feminismus-Ding? So, warum hassen die alle Männer, wenn du nur an diese Leute kommst? Aber mittlerweile kann mir keiner mehr erzählen, dass man nur das hört. Nein. Das ist halt Bullshit. Weil man will nur das hören dann. Die Frauen mit der größten Reichweite, wenn ihr so hörst, weißt du hast Margot Robbie, du hast Emma Watson und sowas, die wirklich erklären, was Feminismus bedeutet. Kyla? Ach, nicht Kyla. Fuck, ich wollte einen Joke bringen, ich habe mich verkackt. Ja, aber Kyla Shikes auch. Ja, Kyla Shikes ist wirklich dabei. Feminismus, ich wollte aber Katja sagen.
Ja, ich habe einen Joke verkackt. Ich habe mich mit Katja Krasavice zu wenig auseinandergesetzt. Ja, eigentlich eine gute, eigentlich eine gute. Genau, aber das, fuck mich übel ab. Mach einfach weiter. Ja, okay. Feminismus-Problem gelöst, Gender-Pay-Gap-Problem gelöst. Gib dem Mann Scholz Amt. Der Mann muss dringend Bundeskanzler werden, damit Deutschland gerettet werden kann. Ich find's auch lustig, dass er denkt, Feminismus besteht nur aus dem Gender-Pay-Gap. Also ich stimme ihm da sogar eigentlich zu, und zwar, dass der Gender-Pay-Gap eigentlich kaum noch existiert oder nur in ganz kleinen Bereichen. Ja, Gender-Pay-Gap, ganz schwierige Thematik. Die ist echt die ist komplex. Ich bin auch ehrlich, ich bin nicht genug in der Thematik drin, um mich da irgendwie zu äußern zu können. Sehr komplex. Ich selber war noch nie davon betroffen, genauso wenig wie jetzt speziell eben Frauen in meinem Umfeld. Ja, als Selbstständige ist es auch ein bisschen anders nochmal. Ja, nee, Gender Pay Gap gibt's, aber wie groß der jetzt genau wie wo ist, da ganz, weiß wirklich niemand. Aber wodurch ist denn dieses Problem quasi gelöst worden? Tja, durch Feminismus. Aber nee. Stimmt, ich habe ja schon vergessen, Feminismus bedeutet natürlich Männerhass, ganz klar. Und natürlich gibt es auch Frauen. Was viele nicht verstehen ist, dass Feminismus halt auch war, dass Frauen immer wählen durften. Und dann sagen Leute immer noch, Feminismus ist scheiße. Und Feministinnen, die Männer hassen, aber es gibt auch genauso... Feminismus für Männer ganz was Gutes bedeutet. Ja, ja, weil das Feminismus ganz ist... viele Leute nicht, weil auch da, wo Männer, ist auch für Männer scheiße. Feminismus bedeutet übrigens auch da, wo Männer Defizite haben in der Gesellschaft, dass sie auch da gleichberechtigte Frau werden. Also, wenn es andersrum ist, was es ja auch in bestimmten Fällen gibt, dass dann der Mann ein bisschen mehr Rechte bekommt als die Frau. Nur durch Feminismus wird aufgeklärt darüber, dass es absolut fehlerhaft ist, wie zum Beispiel junge Männer in meiner Generation aufgezogen wurden und davor und teilweise jetzt auch noch mit diesem, dass sie nie ein Ventil an die Hand bekommen haben, Emotionen rauszulassen, zeigen zu dürfen, was auch immer. Bei Frauen untereinander war es immer so, wir haben, wenn Mädels Probleme haben, wir haben immer diese Company untereinander. Wir haben immer jemanden, zu dem wir gehen können. In der Jungsgruppe, in der ich damals irgendwie in der Schule war, wenn die Jungs Probleme hatten, die sind immer zu mir gekommen. So, wir hatten immer eine Frau, mit der wir darüber reden können, weil wir haben immer dieses Tool von klein auf an die Hand bekommen. Mhm. Da kam immer eine Mutter, Vater, irgendjemand von außen, der gesagt hat, komm, wir reden jetzt darüber. Jungs haben das nicht bekommen. Nicht in dieser Art und Weise. Naja. Das ist so, komm hier, Boys don't cry, so, komm, Kopf hoch, du bist doch ein starker Mann, du lässt dich doch von sowas nicht unterkriegen. Da war es nicht okay, einfach so, ey, hast du dir wehgetan, willst du darüber reden? Das ist ja etwas, was anerzogen wurde. Und das ist auch etwas, worüber der Feminismus aufklärt, dass das eben total scheiße ist, weil natürlich, wenn das einzige Ventil, was Männern von klein auf gegeben wird, Aggression ist, so, weißt du, wenn die sich dann irgendwie auf dem Schulhof kloppen und gesagt wird, ja, hier, Boys will be Boys und sowas, natürlich gibt das dann Probleme irgendwann. Ja, natürlich gibt das dann Probleme. Und das ist auch Feminismus, das verstehen Leute halt noch nicht. Okay, ja. Weiter, Entschuldigung, ich sag so viel, es tut mir so leid. Nein, das ist gut. Ja. Rennt ruhig, rennt ruhig. So Ärzte, die Menschen töten. Töten deswegen alle Ärzte Menschen? Ich weiß ja nicht. Nach seiner Logik halt schon. Also vielleicht kann einer... Lass mal lieber mehr auslachen jetzt. Von euch in den Kommentaren erklären, was Feminismus eigentlich bedeutet und dass es für mehr steht als für ausgeglichene Löhne, weil mir ist es einfach viel zu anstrengend. Die erste Beleidigung, die eine Frau bekommt von jemand, egal ob Mann, Frau, Hure. Warum? Weil das wird halt schlecht angesehen, wenn eine Frau von vielen Typen gesmashed wird. Weil als Frau kannst du nicht Typen smashen, sondern du bist so leicht zu kriegen, dass so viele dich smashen. Boah, dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip ist so dumm. Das wird doch genau darauf hinauslaufen. Free Sex. Habt so viel Sex, wie ihr wollt. Als Typ, wenn du mit vielen Chars was hast und viele Chars smashst, dann zeigt so, dass du irgendwas in deinem Leben erreicht hast. Also ich sag mal, ich kann mal von mir sprechen. Ich hatte meine kleine... Steht das auch immer im Leben? Ich hatte meine kleine Ho-Phase auf jeden Fall. Danach habe ich mich auf jeden Fall beschissener gefühlt. Ich dachte mir so, na, war unnötig. So, dementsprechend, labert scheiße. Und als Frau kannst du dich aber auch danach krass fühlen, wenn du mit vielen Typen gefickt hast. Um das zu schaffen, weil als normaler Typ lässt dich keine dran. Weißt du, was ich meine? Aber wenn... Okay. Du... Richtig bist. Danke fürs Kompliment, Bro, irgendwie. Wenn du so ein paar Sachen erreicht hast in deinem Leben, dann wirst du sehen, so immer mehr Frauen wollen was von dir haben. Weißt du, was ich meine? Deswegen hat Cristiano Ronaldo die Chance, jede Frau zu smashen und du nicht. Er ist im Ronaldo-Grind, Alter. Ich glaube, er will Ronaldo ficken. Ich glaube, das ist das Ding eigentlich. Weil er krass ist und du nicht. Weißt du, was ich meine? Nee, sorry, Mann. Ich verstehe absolut gar nicht.
Was hat denn mit Ronaldo die ganze Zeit? Der was du von mir geil. Ich glaube, das ist sein Problem. Das willst, auch so und ich will es auch, glaube ich, einfach weil nicht. Weil Frauen mit Ronaldo schlafen dürfen und er nicht. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Stehen. Wenn ihr euch fragt, warum wirklich noch Männer an diese Schlüssellochtheorie glauben, ja, da habt ihr es. Er ist die Antwort. Und falls ihr diese Theorie nicht kennt, ihr habt absolut gar nichts verpasst, aber ich erkläre sie kurz. Es bedeutet quasi, wenn du einen Schlüssel hast, der in jedes Schloss passt und der jedes Schloss knackt, dann bist du krass und hast quasi... Ja, Chaya bedeutet halt sowas, so wie, keine Ahnung, Perle, so mäßig, weißt du? Oder Frau. Ja, aber Chaya ist ja eher, geht ja auch eher in die abwertendere Richtung. Also zumindest in dem Kontext, wie es oft gebraucht wird. Ja, außer man macht es unter Freunden, dann finde ich Chaya okay. Der unter meinen Freundinnen und wir bezeichnen auch Weiber. So, untereinander den universal machen. Ach, Weiber. Kennst du alle. Schlüssel. Aber wenn du ein Schloss hast, in das jeder Schlüssel passt, dann bist du ein billiges Schloss und nichts wert. Und genau das sagt Bachelor Baby. Es ist also okay. Mann, immer wenn der Bachelor Baby sagt, erinnere ich mich daran, dass er sich Bachelor Baby nennt. Mann, dieser Name ist so cringe. Wenn Frauen als Hure bezeichnet werden, weil sie ja von jedem durchgenommen werden können, aber Männer krass sein müssen, um Frauen klären zu können. Ich frage mich dann natürlich auch, ob er überhaupt... Man muss übrigens nicht krass sein, um Frauen klären zu können. Nee. Muss man echt nicht, sorry. Sieht man ja am Bachelor Baby. Denkst du, er hat Frauen? Der, oh, das war so unangenehm. Und ich hätte sie gern gefragt, ob sie reden möchte, weil der in seinem ersten Video da war da auch so eine Perle hinter dem, die den so die ganze Zeit hier so gestreichelt hat einfach. So ganz unangenehm. Oft Frauen, unangenehm. Ich meine Chayas bekommt... Ja, ich glaube, dass es Mädels gibt, die auf sowas stehen. Ja. Die finden das dann eine kann ich dir später zeigen, die hier hinkommt. War das shady? Nein. Oder steht die, oder sagt die ehrlich, die steht auf so Arschlöcher? Ja. Ah, okay. Weil, ich sage jetzt einen Namen. Okay. Ich meine, welche Frau, die diese Aussagen von ihm sieht, denkt sich, boah, da habe ich ja richtig Bock mal von dem durchgenommen zu werden. Ich melde mich direkt mal auf Instagram bei ihm. Keine Frau jemals hat das gemacht. Doch, es hoffe gibt ich ja, zu. Leider es schon. Es gibt Frauen, es gibt das, leider um das zu leugnen. Wirklich. Nee, es gibt wirklich so Frauen und das ist sorry. Zumindest. Aber am Ende des Tages... 10 von 10, Alter. Echt? Ja. Ich will manchmal später einen Lauten. Das Bachelor Baby, ja, ein Date. Da mach ich gleich einen Lauten. Den Coach. Und ich möchte jetzt endlich mal richtig gut Dating-Tipps. Kannst sie bei dir übernachten lassen und sowas, aber ich empfehle dir das nicht, weil mit einem Chair 12 Stunden lang zu chillen, wenn du pennst, das sind schon 8 Stunden schlafen und dann bist du einpennt, so 5 Stunden, dann noch eine Stunde draußen gechillt. Bruder, du hast schon 20 Stunden oder so mit der gechillt. So. Wenn du mit einem Chair 20 Stunden lang chillen kannst, dann zeigt es, dass du nichts zu tun hast. 1. 20. Nee, ich auch nicht. Leben. 3-4 Stunden ist auch viel, aber ist okay. Ich übersetze. Hä, man darf also mit seiner Freundin nicht zusammen sein, oder was? Wenn du ja eine Freundin hast, dann hast du schon direkt verloren, weil du brauchst ja viele Chayas, weißt du? Brauchst ja nicht nur, ach so, sagt du brauchst ja nicht nur ein Chaya, du brauchst 3 Chaya. Achso, sagt ihr das? Nee, aber keine Ahnung. Das ist mal ganz kurz für euch. Er sagt, seid einfach Fuckboys und verbringt nicht mehr Zeit mit einer Frau als unbedingt nötig, um sie für ihren Körper auszunutzen. Oder für Streams. Oder für Streams, true. Und dann wundern sich halt noch manche Männer, warum so wenig Frauen auf... Oh mein Gott, er blendet das Video ein! Oh mein Gott! Was ist das denn? Oh mein Gott. Ich hatte mal so eine Auseinandersetzung mit diesem Dude, T-Tech. Und der hat halt so ein Video hochgeladen. Der Typ, der gesagt hat, hier, Feminismus ist Schwachsinn oder so? Ja. Und der Dude hat ein Video hochgeladen, wo er halt wirklich rumheult, dass er keine Frau abbekommt. Sehr lustig, das Video. Es ist sehr traurig, aber war es ist sehr lustig. War das, nachdem er gesagt hat, dass Feminismus irgendwie die Welt zerstört oder sowas? Nee, die Zerstörung des Feminismus. Ja, gleichzeitig, ja. Er hat 13 Parts mittlerweile, diese Zerstörung des Feminismus. Und dazwischen kam irgendwann, dass er keine Frau bekommt. Nee, ich glaube mittendrin so. Und wirklich, dieses Video ist so funny, Alter, es ist so lustig. Ey, no hate, jetzt an T-Tech. Darf ich raten? Ist es so, also T-Tech ist der Typ der Zerstörung des Feminismus, ja. Richtig? Ja. Ist es so dieses, dass Frauen ja keine netten Männer mehr wollen? Mann, es tut mir auch leid, Andi. Er ist bestimmt netter, aber er hat Digga, echt die Zerstörung des Feminismus? Ja, okay, er hat auch wieder recht. Hast auch wieder recht. Die Zerstörung des Feminismus, das ist so typisch, ne? Weißt du, das ist ein Typ, der dir die Autotür aufhält und dann sauer ist, weil du ihm dafür keinen gelutscht hast, Alter. Ja. So, weißt du? Ja. Kein Hate an T-Tech. Doch Hate an T-Tech, Alter. Ich bin so ein netter Typ. Ich will manchmal nett sein. Keine Frauen. Nein, ich glaube, er ist einfach nur einsam, der Junge. Ja, kannst du ja auch. Ja, Digga, dann soll der aufhören zu sagen, dass Feminismus irgendwie totaler Schwachsinn ist. Nein, der hat halt in dem Video einfach nur die ganze Zeit rumgeweint, dass auf Lavu ihm keiner antwortet. Das Ding ist, ich hätte mit Leid, wenn er nicht so Videos machen würde. Also er hat auch gesagt in dem Video, laut Definition bin ich ein Incel. Ja! Feuerwehr.
Laut Definition. Ich glaube, laut Definition bin ich das auch. Was bedeutet das nochmal? Genau, ich hab... Nicht gut auf jeden Fall. Nee, sag das nochmal. Erklär mal. Boah, was ist die genaue Definition von Incel? Einfach doch nur, dass man keinen Sex hat, oder nicht? Ja, dass man keinen Sex abbekommt und deswegen halt mad auf Frauen ist. Das ist, glaube ich, Incel. Dann bin ich doch keiner. Also, das hat auf jeden Fall was mit Frauenhass zu tun. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, ich laber keinen Scheiße. Aber dann hat er es ja irgendwie selber bestätigt. Ja. Dass er Frauen nicht leiden kann. Auf jeden Fall wird Incel als Beleidigung benutzt auf Twitter. Nee, es geht halt darum, dass man halt sauer ist auf Frauen. Das ist nicht nur, also man darf ja deprimiert sein, dass man keinen Sex bekommt, ist ja okay. Aber dieses dann die Schuld auf die Frauen zu schieben, das ist halt das Ding, glaube ich. Dating-Apps sind oder keinen Bock mehr auf Insta-DMs haben. Aber vielleicht hat der Prinz von Düsseldorf ja auch recht und ich lege komplett daneben. So. Kann der Prinz von Düsseldorf. Sein, ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Aber ich glaube... Bachelor Baby nennt sich auch ich dachte, das wäre gerade ein Gag von ihm. Nein, er nennt sich wirklich so. Er sagt, er ist der Prinz von Düsseldorf. Nein, ich dachte, das wäre ein Gag von ihm. Bei mir würde es nicht funktionieren, weil Frauen steigen ja nur in dein Auto, wenn du Fame bist. Wenn du Fame bist, bist du glaubwürdiger. Wir tun mal so irgendwie... Okay, Das hat R. Kelly damals auch gesagt. Ich kenne sehr viele Beispiele, wo ich das nicht bestätigen würde. Random 30- oder 40-Jähriger sagt, steig in mein Auto ein. Du wirst sagen, nein, wer bist du? Verpiss dich und so. Aber stellt euch mal vor, Drake sagt euch, steig mal in mein Auto rein. Jeder würde einsteigen. So. Es macht dich einfach glaubwürdiger, weil du kompetenter scheinst als irgendein Rap. Nein, ich glaube, das... Was ist das? Keine Bitches und deswegen böse auf Bitches. Random Dead, nicht famous. Deswegen, wenn ihr in meiner Story irgendwelche Chairs seht, die sind freizügig angezogen, die sind in meinen Armen, die twerken auf mich im Club und sowas. Alter, du Kacker. Die machen das gerne bei mir und bei dir nicht, weil ich halt viele Follower hab und du nicht. Wie viele Follower hat denn der? In welcher Welt das lebt der eigentlich? Das würde mich jetzt auch sehr interessieren. Muss ich jetzt Bachelor Baby oder Prinz von Düsseldorf? Ich glaube, Bachelor Baby findest du bestimmt. Der hat bestimmt einen blauen Haken gekauft. Ey, würde ich dem sofort glauben. Also. Ja. Ich finde, manche Leute dürfen sich einen blauen Haken kaufen, sowas wie Fotografen und sowas. Okay, er ist schon Fame. Er macht uns auch ein bisschen Konkurrenz. Echt scheiße. Ja, der hat 17.800 Follower. Kranker Typ, Alter. Hat ja meine Katze auch. Der hat 15.000 Follower. Aber Katzen sind auch süß. Instagram, 3000 Abos auf YouTube und der Song. 3000 Abos auf YouTube. Den er bockt, Digga. Deshalb kriegt er Chaios und ich hab einen dritten Kanal, das sind 3 Videos und der hat 17.000 Abonnenten. Und er hat 3.000. Wochen und monatelang promotet hat 5.000 Aufrufe. 5.000 Aufrufe zu viel sogar. Also ich glaube auch, dass alle Frauen einen gescheiterten Trash-Rapper wollen. Liebe Zuschauerinnen, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Ich fick dich, du Hurensohn, auf meiner Dinner. Ihr lauft so gemütlich über den Bürgersteig. Das wäre actually mies, wenn das besser wäre als deiner. Denkt euch... Nee, Mann. Das ist ein Hit. Nichts Böses, auf einmal hält ein Auto neben euch und es kurbelt so langsam jemand das Fenster runter. Und dann sitzt er hier da und spricht euch an. Was würdet ihr machen? Also für mich wäre das natürlich glasklar. Ich würde erstmal auf Instagram gehen. Checken, wie viele Follower hat. Oh, 15.000, ja, dann steige ich ein. Bei 14.000. Ich glaube, er ist auch so jemand, der so sein Ad auf seinem Autoclaim hat. Das haben wir wirklich ein paar Leute. Er ist, glaube ich, jemand, der geht mit 10.000 Followern zum Club und will einfach rein und dreht dann so sein Handy. Oh. Würde ich ihm nicht so vertrauen. Außer natürlich, es greift die Ausnahmeregelung. Dann ist es komplett egal, wie viele Follower er hat. Wenn er euch V-Bucks anbietet, dann müsst ihr einsteigen. Das Ding ist auch, ich glaube, man sieht, dass er noch zu Hause bei seinen Eltern wohnt. Was sagt seine Mutter eigentlich dazu, dass er jeden Tag Chaias mit nach Hause bringt und die wegsmasht? Also die muss ja als Frau und Mutter mächtig stolz sein. Meine Mutter hat mir schon mal gesagt, Bachelor, bei uns zu Hause ist kein Bot. Bachelor! Bachelor Baby. Oder so, hör auf, Chaias, bring bitte behalt doch nur einen und so, bla bla. Aber ich hab dir einfach erklärt, die hat's einfach verstanden. Guck mal, diese Girl, ich lerne die halt kennen, wir haben was, bla bla. Und ich merke nach einer Zeit, die sind halt nicht gut für irgendwas Ernstes und sowas. Und dann muss ich die halt loswerden. Aber ich gehe halt wirklich mit den Gedanken ein, wenn ich ein Mädchen kennenlerne, mit der was hab und so, dass wenn sie halt passt und ein gutes Mädchen ist, dann kann sie auch meine Freundin werden. Aber wenn die halt dumm ist und nicht weiß, wie sie sich zu verhalten, die halt dumm ist. Na, das ist Girl, dann nicht meine Schuld. Absichtlich, ja. Mädels aussucht. Bei denen er genau weiß. Also das Ding ist an sich, das, was er gerade gesagt hat, ja, wenn man sich fühlt, wenn sie halt
dumm sind. Das stimmt voll, dann, natürlich. Dann okay, dann macht nicht weiter. Das ist ja vollkommen fein. Ja, ihm glaube ich aber so nicht. Aber ich glaube ihm das auch nicht. Mann, das hat die bestimmt sofort verstanden, dass sie... Ich glaube, Bachelor hat keinen Bachelor übrigens. Nur so eine Hypothese. Die Frauen loswerden muss, wenn sie... Ja, ich weiß, danke. ...nicht gut genug sind oder wenn sie nicht wissen, wie sie sich als Frau zu verhalten haben. Das merkt er nämlich natürlich erst, nachdem er mit denen Sex hatte. Also vorher war das absolut unmöglich. Aber jede muss halt mitgenommen werden, damit der Bodycount erhöht werden kann und damit er damit auf TikTok flexen kann. Ganz ehrlich, Sex vorm vierten Date, dann wird das nichts. An der Hot Topic Stelle wirklich ganz Hot Take, meine ich. Liebe Grüße an die Mutter von Bachelor Baby. Ich glaube. Nee, dann wird das nichts. Man muss kurz ein bisschen Spannung aufbauen, weil. Nee. Ich bin da, glaube ich, ich bin die falsche Person für die Diskussion. Ich kann da nichts zu sagen. Ich habe das im Podcast schon erwähnt, deshalb ist das, also das letzte Mal, dass ich Sex hatte, ist jetzt 2,5 Jahre her. Ich glaube hier. Voll. Mein letztes richtiges Date ist über ein Jahr her. Deshalb, und mir macht die Vorstellung, mit einem Mann nochmal zu schlafen, also halt so weit zu gehen, ihn so weit kennenzulernen, weil wenn es, also für mich sowieso ganz klar, wenn ich mir nichts mit ihm vorstellen kann, irgendwie auf so einer Ebene, dann würde ich auch gar nicht diesen Schritt gehen. Also ich kann nicht einfach nur ficken. Das funktioniert nicht. Ich habe es mal ausprobiert, das ist nicht meins. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, ich rede auch mit meiner Therapeutin drüber. Also das ist mir sehr bewusst. Weil ich richtig Angst habe vor der Vorstellung, nochmal mit jemandem zu schlafen. Das ist nicht gesund und ich weiß auch, dass das... Ja, muss cooler Dude sein. Aber ich hab Angst davor, weil in mir durch solche Hurensöhne wie dieser Bachelorhund auch so verankert ist, dass sobald ein Mann mit mir schläft, hört er auf, nett zu mir zu sein. Dann hat er das, was er wollte und dann ist gut. Und auch wenn wir vorher monatelang miteinander geredet haben und so eine Kennenlernphase hatten und ich dachte, okay, so jetzt müssen wir halt nur noch gucken, ob das körperlich passt, weil wenn das im Bett nicht passt, dann gehe ich keine Beziehung mehr ein. Punkt. Es ist ein wichtiger Punkt, ehrlich. Safe. Sorry. Aber ich, in meinem Kopf ist dann so fest, weißt du, der kann nett zu dir gewesen sein, Monate wie sonst was, ab dem Punkt, wo er mit mir geschlafen hat, hört er auf, mich zu respektieren, ist nicht mehr nett zu mir und dann komme ich, weil das nämlich in meinen letzten Beziehungen oder mit allen Typen, alle fünf an der Zahl, mit denen ich geschlafen habe, war das immer so, dass sie aufgehört haben, nett zu mir zu sein oder mich respektvoll zu behalten oder mich echt? In irgendeiner Form nett behandelt haben, außer wenn es mit körperlicher Nähe verbunden war. Und das hat in mir sowas kaputt gemacht. Das ist echt traurig. Das ist voll traurig, das weiß ich auch. Also ich kenne das halt eher nur genau andersrum. Dass wenn man so die Kennenlernphase hatte, dann so okay, dann hat man so das erste Körperliche gehabt. Und wenn es dann nice war, es war dann meistens, also eigentlich immer, wenn man sich kennengelernt hat über längere Zeit, weil sich ja sowas aufgebaut, so eine Spannung aufgebaut hat, ja, klar. Dann kann ja selbst der Sex schlecht sein, aber allein durch die Spannung, die aufbauen, ja. Ist es ja geil. So. Und dass ich danach so... Tschüss, Servus. Tschüss. Dass ich danach so... I'm in love. So, also viel mehr noch zu einer Frau hingezogen war eigentlich so. Ja, nein, ich fühle das. Deswegen voll, bin ich, check, es ist weird, dann hast aber du Digga, da nee. Die also falschen Leute. Mein letzter Ex-Freund, Alter, der hat mich da so kaputt gemacht. Da war eine Sache, allein, dass ich schon Angst habe, mich mal von einem Mann irgendwie wieder auszuziehen oder sowas. Das ist auch total sad, aber so, das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, da waren Situationen, also für mich bedeutet Sex benutzt zu werden, nichts anderes. Weil das immer das war, was ich halt an Erfahrung gemacht habe. Es war nicht etwas für mich, weil mir hat das nie was gegeben, weil da ja auch nie irgendwie drauf geachtet wurde, sondern ich war für alle Typen, mit denen ich irgendwann mal was hatte, einschließlich meiner beiden Ex-Freunde, war ich eine Taschenmuschi mit Atemfunktion. Nichts weiter. Ist eine Tatsache. Und ihr müsst euch vorstellen, in meiner letzten Beziehung, da waren Situationen, ich habe heulend auf dem Bett gesessen und ihn gebettelt, mich bitte halt netter zu behandeln, mir mal ein Kompliment zu machen oder sowas, weil ich in 2,5 Jahren nicht einmal gehört habe, zum Beispiel irgendwie, du bist schön und alle Nettigkeiten immer nur verbunden war, wenn er gerade Sex wollte. Und diese Situation war an der Hand für, ich glaube, also 3-4 Mal oder sowas da, dass ich heulend auf dem Bett saß und im Endeffekt hat es immer damit geendet, dass ich ihn trösten musste, weil er dann geweint hat, weil ich ja an ihm jetzt rumgemäkelt habe. Stress. Ja, voll. Okay, lass uns da später nochmal drüber reden, es tut mir sehr leid. Und, war das jetzt doof, dass ich... Nein, alles. Okay. Nein, alles gut. Okay, sorry. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt zu viel für diesen Stream hier, dieses Thema. Nee, aber das ist... Ah,
Ja, weil auch gerade voll viele, sowohl Jungs als auch Mädels, also ganz viele Leute, die es da gerade reingeschrieben haben, dass sie das richtig, richtig gut, also dass sie das relaten können. Boah, das ist krass. Das ich glaube, das ist richtig normal teilweise. Ich habe es tatsächlich noch nie so krass gehört, wie du es gerade gesagt hast. Ja, weil das, glaube ich, auch vielen Leuten irgendwie gar nicht so bewusst ist. Weißt du, es ist immer eine Sache, irgendwie von außen reduziert zu werden. Und da merkt man, natürlich ist das falsch oder das ist scheiße. Und man kann auch zu allen anderen Mädels im Umfeld sagen, ey, so, reduziert ihn nicht, was eine Scheiße. Aber sich selber zu reduzieren, das ist actually ein richtiges Problem. Ja. Mhm. So, auf Vorsache, ist runtergeladen, lass uns weitermachen. Okay, tut mir leid. Kennst du das Meme? Nee. Oh nein, okay, nein! Oh mein Gott, das kam jetzt richtig, wenn du das Meme nicht kennst, dann ist es echt ich hab das davon noch nie gehört. Okay, nein, es gibt so ein Meme von Drachenlord. Hab ich die Stimmung gerade irgendwie scheiße gemacht? Nein, ist gut, alles gut, alles gut. Wir lachen gleich wieder. Es tut mir leid. Ich glaube sogar nicht mal, dass sie da irgendwie mit der Erziehung gescheitert ist, also sondern eher, dass der Typ einfach einen kompletten Schaden hat. Aber naja, extra für Rezo. Brauchst du was? Nee. Okay. Hier noch ein wunderschöner. Umarmung vielleicht. Brauchst du eine Umarmung? Ja. Okay, komm her. Du brauchst eine Umarmung. Ja, oh. Ich bin sehr nass geschwitzt. Es tut mir sehr leid. Es ist echt warm hier drin, ne? Das ist voll warm. Aber eigentlich auch nicht warm. Es ist ganz komisch gerade. Ich kann auch gleich gehen, aber... Ich kann da aber sonst mal die Tür aufmachen, dann ist durch so. Nee, wir machen... Okay. Wir sehen nicht mehr so lang. Ja, lass weiter schwitzen. Wir müssen glänzen. Okay. Wir brauchen die Umarmung für die TikTok-Clips. Aber spuck's bitte in meine Hand. Nein! Ich hätte es dir zugetraut. Ja, ähnlich wie mit dem Kaugummi. Ich hätte es mir auch dazu getraut. Mach weiter jetzt. Das ging Clip schnell mit dem. Ihr wisst genau, ja, was jetzt kommt. Sagen mir, ey Bro, Bachelor, bitte. Oh, Bachelor Baby ist wieder da, auf jeden Fall vergessen. Bachelor Baby, bitte. Fick mein Arsch. Mir ein Tipp, wie ich schnell erkennen kann. Fick mich wie das Finanzamt. Den checkt ja, ich Zuschauer, den checkt ihr gerade nicht, aber ja. Einfach weiter, vielleicht ist keinem aufgefallen. Huiuiui, das hat Finanzamt hat mich richtig genommen, ohne Gummi und ohne Gleitgel. Ich kann, ob meine Chaya die richtige ist oder nicht, ob sie eine Tat ist oder nicht. Ich schwöre, in NRW, das ist eine Regel. Wenn sie jeden Tag in einer anderen Stadt chillt, zum Beispiel sie ist aus Düsseldorf, aber chillt in Mönchengladbach, Köln, Duisburg, Essen, Bochum und so weiter, dann ist sie eine Tat. 90%. Wenn er Gelsenkirchen gesagt hätte, hätte ich es vielleicht noch nachvollziehen können. Sie reist gern rum, gleich Schlampe. Immer. Sicher. Immer. Warum sollte sie die ganze Zeit in irgendwelchen Städten sein? Ja, Freunde besuchen. Und dann diese ganzen Freunde, wir wissen, was für Freunde das sind. Vertraut mir einfach, wenn sie die ganze Zeit Städte wechselt, in so Clubs geht, dann tot. Tot. Vertraut ihn doch einfach, wenn ihr als Frau nicht den ganzen Tag zu Hause bleibt und für ihn kocht, sondern in verschiedene Städte fahrt, dann seid ihr absolutes in seinen Augen. Das ist natürlich die ganz klare logische Schlussfolgerung. Also ich meine, was sollen sie sonst in den anderen Städten machen, außer fremdgehen? Also es gibt ja nur die eine Möglichkeit. Und lieber Bachelor, falls du das hier siehst, wenn du dieses Wort noch ein einziges Mal sagst, dann fahre ich höchstpersönlich nach Düsseldorf und gebe dir Deutschlandverbot, damit wir uns das Deutschlandverbot alles nicht mehr antun müssen. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie lange seine Regentschaft noch hält, wenn er Manuelsen als König von NRW den Thron streitig machen will. Nie wieder in NRW machst du einen Auftritt. Oh, ich habe noch einen Sticker, den wirst du irgendwann von Manuelsen sehen. Er ist nur der Prinz von Düsseldorf. Ich lauf rum, Leute schreien, hey Prinz, Prinz. Aber ich meine, Düsseldorf liegt in NRW safe. Und da wäre ich schon vorsichtig. Jeder wird in Düsseldorf, ey, Prinz, Prinz. Oh, Digga, halt die Schuhe. Hab ich keine Chance bei dir? Nein. Damn. Smash or pass mich? Pass. Hab ich keine Chance bei dir? Nein. Sad. Damn. Ich find's auch geil, dass er 0% von seinem Sub-Goal entfernt ist. Was soll ich machen, um so eine Frau wie dich zu haben? Was muss ich dann haben? So? Was du musst Central C werden, dann. Wenn ich Central C wäre, dann würde ich eine Chance haben bei dir. Ja. Ich bin sehr lonely, so weißt du und so. Wenn ich mir eine Chance geben würde, das wäre richtig gut. Sad. Nee. Bitte. Nein. Mach alles für dich. Die finde ich super. Der Bachelor wird von einer fetten Kuh gepasst. Die Dono, Alter, what the fuck, Alter. Auf ein Date gehen oder so. Bezahle. Die kam gerade ein bisschen unsympathisch. Oh. Nein, danke. Die hat mich gerade echt verwirrt. Was soll ich dazu noch sagen? Weil sie übergewichtig ist, ist es jetzt okay, sich über sie lustig zu machen. Denkt er wirklich, er wäre optisch krasser als sie? Also Worte können wirklich nicht beschreiben, wie hübsch. Was soll ich gerade sagen? Ich habe die ganze Zeit nur auf diese das Donation-Goal gelesen, weil ich wissen wollte, was da steht. Ja, ich schwöre, ne?
die ist halt so, die hat richtig Energy, sie hat richtig Ausstrahlung. Und das ist immer, wenn Leute halt merken, so, das sind Frauen, die sind zu gut für die. Weißt du, er sitzt da, er bettelt. Habe ich keine Chance bei dir? Ich bin voll einsam. Sobald sie dann weg ist, so und irgendeine Doni kommt da rein, keine Ahnung, versucht es mit einer Beleidigung, wobei meiner Meinung nach Fett auch keine Beleidigung ist. Das ist aber, haben viele Leute aber auch noch nicht begriffen. So, weißt du, sie hat Energy, sie hat Character, sie hat Ausstrahlung, zumindest nach dem Clip, den ich jetzt gesehen habe, und weiß offensichtlich ganz genau, was das für ein Bastard ist. Okay. Ja. Junge, und dann fällt ihm aber auch nichts mehr ein und nee, war voll lustig, ich wollte sie eh nicht, du warst eh hässlich. Das ist diese Energy. Oh, kennst du diese Leute, die halt so sind, so, hey, ich finde, so in die DMs leiten, hey, du bist voll hübsch und so, hey, hast du Lust auf einen Kaffee? Und dann kriegst du den Kring der Antwort und dann so, war es eh, bist du eh eine Schlampe oder sowas? Oder bist du eh hässlich? Ich rede alle zwei Tage. Was soll ich dazu noch sagen? Weil sie übergewichtig ist, vielleicht ist es jetzt okay, sich über sie lustig zu machen. Denkt der. Was? Ach, das ist ein Insider. Vielleicht aus dem Podcast. Ist er auch nur müde? Ja, vielleicht so, ist er auch einfach nur. Ach so, von euch. Wirklich, er wäre optisch krasser als. Tut mir leid, den kenne ich nicht. Sie, das ist okay. Also, Worte können wirklich nicht beschreiben, wie hübsch Bachelor Baby ist, aber Zahlen so 0,5 von 10. Ich bin wirklich der Letzte, der irgendwen wegen seinen oberflächlichen Äußerlichkeiten angreift, aber will wirklich er hier jemand anderes dafür judgen, wie er aussieht. Also, das ist wirklich nichts weiteres als ein klassisches. Oh, mein Eigentor! Und das Ganze geht mit genauso intoleranten Äußerungen so weiter. Ah, du bist ein Junge? Ja, klar. Voll. Ist wichtig. Warte. No front. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ist das wichtig? Nein, ist es nicht wichtig. Juckt keinen. Ja, dann ist doch egal. Ja, Facts, du hast recht. Digga. Mein Gott. Check den Clip gar nicht. Gott, er ist wahrscheinlich nicht binär oder genderfluid oder möchte einfach sein Geschlecht nicht preisgeben. Aber Hauptsache Bachelor fragt... No front, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Also wie so ein Grundschulkind. Aber wir wissen ja aus dem letzten Video. Ich hab nix gegen Leute, die trans sind. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass er vielleicht... Boah, das hat so Skiros-Vibes. Ich hab nichts gegen Leute, die trans sind, aber... Ich weiß nicht, was Skiros ist. Wobei man hier auch sagen muss, trans und genderfluid oder nicht binär sind zwei unterschiedliche Dinge. Einmal kurz. Ja, aber besser, dass du nicht weißt, was Skiros ist. Was dagegen hat, keine Ahnung, woher das Gefühl kommt. Und jetzt werden sicher wieder irgendwelche Leute in meinen Kommentaren schreiben, ja, gib ihm doch keine Bühne, keiner juckt sich für ihn. Keiner befolgt seine Tipps. Tja, ich wünschte wirklich, das wäre so, aber leider feiern vor allem viele 14- bis 20-Jährige seine Videos komplett ab, schreiben Kommentare, wie toll er ist und wie man zum Beispiel an dem Clip hier sieht, er hat super viele Fans, die er einfach komplett von vornherein manipuliert. Aber wenn er nicht viele Viber hat, ne, dann machen die Viber irgendwas falsch. Wie alt bist du? Also, 16. Bro, hast du ja, glaube ich dir. Hat er zuerst 14 gesagt? 4, nee, 16. Mach ich aber irgendwas. Hab ich vergessen. Wie alt bist du? Also, 16. Bist du Chayas? Warum? Gar keine Lust irgendwie. Also jetzt. Darum willst du nicht so da hinten auf deiner Couch so eine freshe, so russische Blondine haben, so die chillt einfach. Ja, okay, wenn ich ehrlich bin, sagen wir es mal, wenn einer mich ansprechen würde, ja, aber so. Ja, stell mal vor, so spreche ich mich ja keiner an. Was soll ich machen? Wenn mich einer ansprechen würde. Einfach da auf deiner Couch, die nervt dich, die lässt dich dein Ding machen und dann, wenn du Zeit für sie hast, macht sie, was du willst, so, die macht dir eine Massage, so. Würdest du nicht? Mann. Boah, wie er guckt so, der unten. Doch. Ja, siehst du? Aber, das sieht Bro, aus wie meine Schamhaare, die ich mir vor ein paar Wochen abrasiert habe. Hörst du nicht? Bevor ich zum Laser gegangen bin. Genau so, als hätte man die da so mit Uhu drin geklebt. So Butterfix. Ich finde irgendwie lustig, die da unten guckt. Der hat diesen Blick wieder drauf. Oh Gott. Boah. Doch. Ja, nee, ich hab keine Lust auf. Aber. Ey, Bro, hast du Chayas? Das ist nämlich mit 16 das einzige wirklich Wichtige. Mit 16 hat er richtig viel Chayas. Mit immer. Für immer ist es ein mit immer. Also ja, immer. Chayas immer wichtig Chayas haben. Das ist, wer keine Chayas hat, ist Loser. Ja, der hat, das hat schon der hat verloren dann. Gandhi gesagt. Im Leben. Wie er auch Frauen einfach so darstellt, als wären das so Sex. Distanzieren. Die man mal so rausholen kann, wenn man mal eben kurz Druck hat. Aber ansonsten müssen die einen in Ruhe lassen und dürfen einen auf keinen Fall anlabern. Wirklich beeindruckend, was Amanta Gentleman, der
lieber Bachelor doch ist. Frauen sind halt einfach nur zum Benutzen da. Genau das sollte man einem 16-Jährigen und ganz vielen anderen 16-jährigen Zuschauern vermitteln und eintrichtern. Vor allem, er will ja nicht mal was mit Frauen zu tun haben, sagt er ja selber. Also wirklich ganz große erzieherische Maßnahmen vom Bachelor. Da bin ich ja mal wirklich überhaupt gar nicht gespannt auf das Homeschooling für seine zukünftigen Kinder. Und das Ganze geht sogar so weit, dass seine Fans Edits von ihm machen, als wäre er irgendwie so LeBron James. Was geht? Wie heißt du? Shanti, hi. Shanti, kennst du mich? Nein. Schade. Muss ich dich kennen? Vielleicht. Wie alt bist du? Was ist das, Alter? Kennst du mich? Nein, skip. Ah nee, warte mal, das Edit hat er einfach selber gemacht. Ich wollte gerade den Gag bringen, dass er es vielleicht selber gemacht hat. Und da sind wir wieder beim Narzissmus-Punkt. Ach du Scheiße. Er findet sich anscheinend selbst so geil, wie er die gekorbt hat in diesem komischen Tinder-Format für arme, gescheiterte Z-TikToker. Und natürlich ist da die erste logische Konsequenz, erstmal ein Edit über sich selber zu machen. Schon hart, wenn nicht mal die eigenen Fans das so krass finden und darüber ein Edit machen, dass man es selber machen muss. Tja, und in dem Sinne, ich habe euch das transfeindlichste und das frauenfeindlichste TikTok verlinkt in der Videobeschreibung. Ich würde es ihm von Herzen gönnen, wenn er gesperrt wird. Verdient hätte er es in jedem Fall. Also geht an. Jetzt will ich sehen. Leute, die trans sind. Ich hoffe, ihr lebt euer Leben und ihr seid glücklich mit eurer Schönheits-OP. Aber ich finde es sehr komisch, dass ihr durch die Welt mit Schönheits-OPs rumlaufen und sich als was geben, was sie nicht sind. Das ist so, als würde ich mir eine Schönheits-OP machen, um meine Nase zu verkleinern. Und dann, wenn jemand sagt, dass es eine Schönheits-OP gewesen ist und dass meine Nase eigentlich groß ist oder hässlich oder keine Ahnung was, ich sage, dass ich mich identifiziere als ein Mann, der eine kleine Nase hat. Es ergibt keinen Sinn. Groß, aber hässlich. Hä, es ergibt gar keinen Sinn, was er da labert. Deswegen werden diese Leute oft gehatet, weil sie sich als was geben, was sie nicht sind. Das größte Problem. Naja doch, wenn eine Transfrau sagt, ich wurde im falschen Körper geboren und eine Frau ist, Dann ist sie eine Frau. What the fuck, Alter? Das Leben ist daran halt ist gar nicht schwer zu verstehen. Hä? Dass das promoted wird für Kinder und sowas auf den Straßen und überall. Ich glaube nicht, dass du es mögen wirst, dass wenn eine Frau, die sich da ihre Brüste machen lässt, zu deiner Tochter hingeht und sagt, ich habe mir meine Brüste machen lassen, weil ich mich identifiziere als eine Frau, die große Brüste hat. Was natürlich voll vergleichbar ist, aber natürlich, wer kennt es nicht, jeder Transmensch jemals geht immer zu Leuten hin und sagt, ich bin trans, weil das gesellschaftlich auch noch so gut angesehen ist, weißt du? Das kommt richtig gut. Ja, das kommt immer richtig gut. Weißt du, du bist direkt viel besser dargestellt, Alter. Und du darfst mir nicht sagen, dass ich eine Frau bin mit kleinen Brüsten, weil dann würden doch deine Kinder auch denken, oh mein Gott, ich habe kleine Brüste, ich muss meine Brüste größer machen und sowas. Und das ist einfach nicht cool. Jeder hatet online gegen Frauen, die sich Schönheits-OPs machen. Geht so, ne? Wenn es um diese Leute geht, die ich erwähnt habe, distanziert sich jeder, weil es auf einmal ein zu heißes Thema. Hä, und seit wann werden Frauen mit Schönheits-OPs gehatet? Das ist neu. Macht doch eure Brust, die ihr wollt, ist doch okay. Ich wollte gerade sagen, gerade so Frauen wie Bella Hadid, die ja also von oben bis unten, meine ich, gemacht sind, werden ja dann als schönste Frau angesehen und tatsächlich auch irgendwie gewählt. Nee, voll, aber wird krass gehatet. Im Prinzip ist es das gleiche, Schönheits-OPs. Warum werden in dem Fall von einer Frau, die sich ihre Brüste machen lässt, Schönheits-OPs schlecht angesehen? Stimmt überhaupt nicht. Und in dem Fall von einer Trans-Person gut angesehen. Es ist im Prinzip das gleiche. Der labert so viel Scheiße, als ob Transpersonen so leicht hätten. Ich glaube, der hat selber einen Faden verloren, aber dachte mir, okay, ich kann das nicht schneiden. Ich muss jetzt einfach irgendwie weiterreden, um dieses Video fertig zu machen. Ich finde diesen Screenshot von Igor sehr gut. Aber niemand denkt darüber nach. Ja, er sollte mal nachdenken. Bro, Alter, labert er eine Scheiße. Ja. Das andere will ich nicht gucken, das war mir schon so viel. Das wird mir einfach mal drauf. Alter. Meldet ihn. Manche Aussagen sind halt einfach nur dumm und cringe, aber die meisten Aussagen... Guter Kommentar, Digga, guter Kommentar. Das ist witzig, Alter. Ihr seid witzig. Ja, Chat ist auch gut. Chat ist gut. Zu 100% frauenverachtend, sexistisch, antifeministisch und vermittelt absolut schlechte und falsche Werte an ein minderjähriges Publikum. Die werden dann in einer Phase in ihrem Leben so hart beeinflusst und manipuliert und übernehmen die Verhaltensweisen und Gedanken vom Bachelor, dass sie grundlegend falsche Verhaltensweisen in Bezug auf Frauen lernen. Und bei all dem Spaß und dass wir über die meisten Videos von ihm lachen können, sollte man das wirklich kritisch sehen und das ist wirklich auf Ernst gefährlich. Schreibt mir eure Meinung dazu und zum gesamten Video gerne in die Kommentare. Folgt mir auch gerne auf Instagram, Twitch und auf meinem neuen Reaction-Kanal. Lasst hier auch gerne ein Abo da, liked das Video, wenn euch das Video gefallen. Das da unten, das Bild mal kurz zurück.
und auf die Salami, das war ich nach dem Essen heute. Actually, yeah, true. Neuen Reaction-Kanal. Lasst hier auch gerne ein Abo da, like das Video, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, dann muss ich aber Salami-Brötchen danke für eure Aufmerksamkeit. Alter. Haut rein. Den Boy kann man supporten, ciao. Der ist super. Salavi, Sako, bist du mon ami? Will ich sehen mit deinen Farben, will ich spüren wie noch nie. Salavi, was kommt jetzt, Alter? Kann meine Sünden nicht begleichen. Bitte Gott, sei mir ein Zeichen. Kann mich einfach nicht entscheiden. Salavi, Sako, bist du mon ami? Will ich sehen mit deinen Farben, will ich spüren wie noch nie. Salavi, kann meine Sünden nicht begleichen. Bitte Gott, sei mir ein Zeichen. Kann mich das einfach nicht entscheiden. Und ich bin noch nicht mein Tag. Ja,